macht doch noch Spaß. So schlecht wie du bist, da kann man dich doch gar nicht mehr fertig machen. Boom! Hey Leute, was geht? Kanye mit? Na, mit wem wohl? Gamegirl Nina. Ja. Ist klar, ist klar. Adidas Girl. Ist klar, das nervige Adidas Girl ist mal wieder da. Ja, selbstverständlich. Was denn sonst? Leute, vielen Dank für die Abstimmung im letzten Video. Also vom letzten Video. Jetzt ist das Eisen versus das Redstone Haus. Nina, hast du es gesehen? Ich hab's beobachtet. Ich hab gewonnen. Ich nicht. Ja! Aber auch nur, weil ich, mir wurde auch gesagt, weil ich mal freundlich war. Das muss ich auch mal schnell wieder ändern. Das habe ich ja gesagt. Du bist immer so fies und deswegen stimmen die Leute nicht für dich. Ja, nee, ist mir egal. Da muss ich wieder fies werden. Ich muss durch meine Qualitäten überzeugen und nicht durch meine Nettigkeiten. Ich habe aber auch ein paar Komplimente bekommen, nämlich, dass ich mich schon wesentlich verbessert habe in meinen Baufähigkeiten. Ja, ja. Du kannst jetzt nicht nur ein Block, zwei Blöcke nebeneinander bauen, sondern drei. Das ist eine. Ich kann auch welche stapeln. Das ist echt ein Fortschritt. Ich kann echt ein Fortschritt. Und stapeln. Und heute steht natürlich wieder das Duell der Duelle an. Nina, was haben wir heute vor? Wir werden heute wieder Häuser bauen und zwar werden wir ganz besondere. Wir werden nämlich die YouTube-Base bauen und die Snapchat-Base. Was? Wie sollen wir das machen? Hör auf mich zu schlagen, Mann! Vor allem, wer nimmt was? Was willst du denn? Ich Ladies first immer. Du weißt, ich gebe dir immer die Auswahl. Ich nehme der Schlechtere darf immer auswählen. Ich nehme YouTube, weil mit Snapchat kenne ich mich nicht so gut aus. Ja gut, mach hier nicht die ganze Welt kaputt. Gut, dann fangen wir jetzt mal an. Ja, wieder ein bisschen Zeit, ne? Und wir haben uns natürlich wieder ein Thema überlegt. Ja. Selbstverständlich. Über was wollen wir denn heute mal quatschen? Wir sind heute hier wieder in der Talkstunde. Hart, aber gar nicht fair. Aber sowas von gar nicht fair. Über unser typisches Wochenende. Oder vielleicht auch, wie sich das Wochenende von früher, also als Schüler oder so, zum heutigen, in Anführungsstrichen, Erwachsenenwochenende unterscheidet. Aha. Könnte man auch überlegen. Interessant. Ganz kurz zu den Farben. Ich nehme hauptsächlich Gelb und ein bisschen Weiß, ne? Welche Farben wolltest du nehmen? Ich nehme Rot, Weiß und Schwarz. Material ist egal, oder? Material ist egal. Ich habe jetzt zum Beispiel Beton, aber das ist grundsätzlich egal. Ist egal. Ja, nehme ich auch Beton. Ja. Ja, Wochenende, 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 Wochenende. Ehrlich gesagt, seitdem ich älter werde, ne, Nina? Seitdem ich zum Rentner werde, werden meine Wochenenden immer langweiliger. Oh, das ist ja traurig. Ja. Was machst du denn so am Wochenende? Was ich am Wochenende so mache? Unterschiedlich. Also samstags ist meistens so der Tag, wo ich noch so ein paar Sachen erledige. Na, also einkaufen und... Ich wollte gerade sagen, am Wochenende muss man immer einkaufen ja, gehen. Das ist auch am allerschlimmsten. Aber das ist auch, es gibt auch so ein türkisches Phänomen. Kennst du das zufällig? Nee. Normalerweise heißt es, man soll ja über die Woche so ein bisschen verteilt einkaufen gehen, ne? Mhm. Na? Aber uns Türken, sage ich jetzt mal, na? Dazu zähle ich mich auch, macht man alles am Samstag. Ich mache auch alles am Samstag. Dann hast du so einen Samstag-Einkauf von 250 Euro. Ja. Ne? Und Und Sonntag ist bei mir Fußball angesagt. Jeden Sonntag musst du Fußball spielen? Muss nicht, ich will. Was ist das denn bitte für eine... Ich muss. Ich bin doch nicht bei Militär. Bei mir wäre es müssen, weil ich wollte nicht Fußball spielen. Quasi. Okay. Aber ich spiele am Sonntag auch keinen Fußball. Du spielst am Sonntag keinen Fußball? Nein. Nein? Am Sonntag spiele ich PlayStation. Ja, bei mir, ich muss ehrlich gesagt... Körperliche Fitness. Also ich muss ehrlich gestehen, also PlayStation ist bei mir immer. Ne? Also in der Schulzeit durfte ich in der Woche nicht spielen. Ne? Da hatte ich spiele in der Woche kein PlayStation. Oh mein Gott, bist du sonst so... Kümmerst du dich da nicht um andere Aufgaben? Ich habe da irgendwie... Kriegst du deinen Ärger? Drauf. Kriegst du deinen Ärger? Was? Quatsch. Ich habe da einfach nicht so Lust drauf. Brauchst du so Wochenend-Feeling? Ja, ich muss irgendwie... Ehrlich? Schlafanzug. Dein Ernst? Ja, irgendwie... ich mache eher so Netflix unter der Woche, so abends ziehe ich mir dann so eine Serie rein oder einen Film. Aber PlayStation spiele ich eigentlich nicht am Wochenende. In der Woche, sorry. Okay. Okay, hätte ich jetzt nicht gedacht. Echt nicht? Vielleicht habe ich das von früher so drin. Ich durfte früher auch immer nur zocken, weil schlechtes Wetter ist. Und früher war es auch so, ich habe mich irrsinnig gefreut, wenn wir samstags oder so dann zu Freunden oder zu Verwandten gefahren sind. Ne? Mhm. Mittlerweile ist es so, boah. Kein Bock auf die Leute. Ich bleib zu Hause. Heute bleibe ich zu Hause. Aber das kann natürlich auch ein bisschen anders sein. Ja, Zeiten ändern sich. Ich wollte gerade sagen, Zeiten ändern sich und Zeiten ändern dich.
Und sonst, ja, am Wochenende viel Serien und so auch gucken, ne? Stimme ich dir zu. Also so Netflix und, ne, wenn mein Probemonat mal wieder läuft. Hast du immer noch den Probemonat? Ja. Ich wette auch, Netflix ist so, ne, wenn sich jetzt ein Netflix-Mitarbeiter das anschaut, ne? Dich direkt kündigen. Ich wollte gerade sagen, der wird mich direkt ausfindig machen, aber zum Glück kennt ihr meinen Nachnamen nicht. Deswegen ist das ganz von Vorteil. Aber ihr könnt ja mal nach Schmidt suchen. Da gibt es bestimmt ganz viele. Schmidt. Oh Mann, ich sehe schon die Polizei morgen früh vor meiner Tür. Wegen den Netflix-Probemonat. Ja. In den ersten 5 Jahren. Weswegen sitzt du? Ja, Bruder, ich. Ich habe zu viel Fernsehen geguckt. Ich habe zu viel Netflix geguckt. Nee, aber sonst, ja, zocken ist halt immer. Zocken geht immer. Zocken geht immer. So wie jetzt. Ja, was zockst du so privat? Minecraft auch oder was anderes? PC gar nicht, um ehrlich zu sein. Ab und zu, ne? Aber das ist ja auch für uns hier privat eigentlich schon. Ne? Also mittlerweile ist es ja eigentlich auch schon so, aber eigentlich nur PS4. Ich meine, dass wir uns jetzt nicht nochmal privat treffen, um dann nochmal Videos zu machen, sondern ja, zu spielen. Das nicht. Nee, aber sonst PS4 eigentlich eher. Ich auch. Und welches Spiel spielst du denn gerade? Oh, das sollte ich vielleicht nicht laut sagen. Oh, das ist noch nicht jugendfrei, weil wir sind schon ein bisschen älter. Und ich weiß, ihr habt danach gefragt, aber wir werden es hier wahrscheinlich nicht machen. Ich zock auch Fortnite ein bisschen. Was ist das denn? Das ist ein echt cooles Spiel momentan auf der PS4. Kenn ich gar nicht. Ja, es, vom Prinzip her gibt es auf dem PC auch was, aber das werden wir hier nicht spielen, Leute. Nein. Nein, das ist ein Kinderkanal. Das ist nur für Kinder. Ja. Von Kindern für Kinder. Ja, von ganz, ganz kleinen Kindern. So, ehrlich gesagt, ich habe mir mein Haus hier gebaut, aber ganz ehrlich, ich find's richtig schlecht bisher. Ey, hallo, ja, ist doch gut jetzt. Ich kann immer nicht so gut bauen, wenn ich rede. Jetzt ist es wenigstens hell. Jetzt kann ich mein Haus auch sehen. Irgendwas war so dunkel, da habe ich noch nicht mal den Ausgang gefunden. Ich wollte jetzt hier, genau. Was? Ja, und sonst? Am Wochenende? Ja. Ich bin mal froh, wenn ich da mit Samira ein bisschen abhängen kann. Ja. Was macht ihr dann so? Spielen. Spielen und den ganzen Tag. Spielen und den ganzen Tag liegen und essen. Das machen wir beide sehr, sehr gerne, um ehrlich zu sein. Typisches Katzenleben. Ja. Also ich schließe mich dem auch immer gerne an, muss ich ehrlich gestehen. Ich reiß mein Haus wieder ab. Ehrlich? Also nicht mein Haus, sondern meine Decke. Das gefällt mir noch nicht so. Tja, wundert mich bei dir ehrlich gesagt nicht. Und Leute, ihr könnt natürlich wie immer selbstverständlich hier auch abstimmen. Und natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben, wie sieht ein typisches Wochenende bei euch denn aus? Ja, vor allem, wie sah überhaupt ein Wochenende bei uns aus, als wir in der Schule waren? Oh ja, erzähl doch mal. Ich glaube, ich war eigentlich so gut wie gar nicht zu Hause. Ich war immer bei Freunden. Ah, ich habe auch fast gar nicht zu Hause geschlafen, habe ich das Gefühl. Ich hatte teilweise ein ganzes Wochenende bei meinen Freunden eingezogen. Und am Sonntag wieder nach Hause und dann am Montag wieder zur Schule. Ah, das ist ja cool. Das war so das typische Wochenende. Zumindest als ich dann älter war, ne? Also so in der Oberstufe oder so. Als ich kleiner war, da hat man sich aber auch mit seinen Freunden so getroffen. Also wir sind im Sommer ins Freibad gegangen und ins Kino irgendwie. Ja. Also bei uns in der Gegend hatten wir auch den Fall, dass man war traurig, wenn man in Urlaub gefahren ist. Wenn man seine Freunde da nicht sehen konnte, ne? Genau, das war wirklich so. Und dann hat man all die Stories gehört, wenn man von der Dings nach Hause gekommen ist, vom Urlaub wieder zu Hause war. Ne? Ja. Dann war man tatsächlich echt traurig. Ne, weil man all das verpasst hat. Dann gab es hier einen Hubschrauber-Einsatz, Krankenwagen. Der wurde festgenommen. Ja, so. Ne? Und das hat man dann alles verpasst und das war dann echt schade teilweise. Aber sonst, mein Wochenende als Jugendlicher war nicht ganz anders. Ich habe, bei mir war das nur, ja, weißt du wieso? Weil ich habe, da war es Samstag. Ich habe samstags immer Fußball gespielt. Okay. Früher in der Jugend sind die Spiele meistens immer samstags bis zu einem gewissen Grad. Ich glaube, ab der B-Jugend oder so fängt es dann an, dass die Spiele bei uns hier zumindest in Nordrhein-Westfalen, so in Bielefeld in der Umgebung, dann sonntags waren erst. Sonst abends, so klassisch wie bei dir wahrscheinlich, dann auch mit Freunden getroffen und ja. Was sich damals so ergeben hat. Ja, früher war Shoppen auch noch voll das Ding. Da hat man sich in der Stadt mit seinen Freunden getroffen, hat irgendwie ein bisschen Geld von seinen Eltern abgezwackt. Aber ist doch jetzt bestimmt immer noch so, oder?
So, nee, ja. ich gehe gar nicht mit dem. Nein, aber ich meine bei den etwas jüngeren heutzutage. Ach, meine ich. Weil ich sehe ab und zu noch voll cool so im Bus und in der Bahn so, oh, was hast du dir gekauft? Und ich finde das echt cool. Ne? Also macht was mit Freunden, macht nichts alleine, macht alles mit Freunden. Echt. Geht mal weg von euren Konsolen, geht mal raus. Ja. Geht mal spielen. Auch gerne von unseren Videos weg. Also wenn ihr dann mit euren Freunden trifft, dann haben wir alles richtig gemacht. Dann haben wir euch schön hier vom Tablet oder vom Smartphone wegbekommen, ne? Und dann, weil wir so schlecht waren. Perfekt, so muss es sein. Genau. Ja, aber sowas mache ich halt heutzutage nicht mehr so, dass ich mich mit Freunden in der Stadt treffe. Nee, das stimmt. Um dann shoppen zu gehen. Ich gehe eher so in die Stadt bummeln und kaufe mir irgendwas, was ich nicht brauche. So zufälligerweise eher. Ja. Ja, das kennt man. Oder also, auch mehr Online-Shopping, das gab es ja damals auch noch nicht so. Richtig, richtig. Heutzutage kann man ja auch alles kostenlos verschicken und empfangen und. Ne? Ja. Das verstehe ich. Nee, aber was ich früher ganz oft gemacht habe, aber ich war da so bei uns in der Clique, war ich immer in eins, musste ich immer die anderen davon überzeugen. Ich bin früher irrsinnig gerne, besonders samstagabends, ich weiß nicht wieso, schwimmen gegangen. Schwimmen? Ja, wenn die anderen Pläne gemacht haben, was machen wir, wo wollen wir feiern oder irgendwie sowas, ne? Ja. War ich immer so der, ey, ich geh schwimmen, wer kommt mit? Ich weiß nicht wieso. Besonders im Winter. Okay. Ich weiß nicht wieso, aber ich. Eigentlich bin ich. Doch, ich mag Schwimmen total. Ich bin zwar kein guter Schwimmer, aber ich mag Schwimmen total. Kann gar nicht schwimmen. Kann gar nicht schwimmen. Aber ich muss auch sagen, hier in Bielefeld haben wir auch ein ziemlich cooles Schwimmbad. Das Namen ich jetzt selbstverständlich nicht nennen werde. In dem Schwimmbad war ich, glaube ich, auch noch nie. Nein? Nee. Du weißt, welches ich meine, ne? Ja. Ich wollte immer, aber das hat sich nie ergeben. Nicht, dass die Leute dann jetzt alle in die Schwimmbad kommen jeden Tag und warten, dass wir da hingehen. Nein. Nein. Mittlerweile habe ich das auch sein lassen, um ehrlich zu sein. Also. Das ist lange her bei mir. Ich war schon ewig nicht mehr im Schwimmbad. Früher war ich voll gerne auch am Wochenende mit meinen Eltern und meinen Geschwistern und so im Spaßbad. Also so in diesem ultra crazy, wo es so Wellen gab und. Oh ja, ja. Das weiß ich alles. Das war richtig cool damals. Ich habe auch eine ganz witzige Story aus einem Schwimmbad. Eigentlich gar nicht so krass speziell, aber da war ein Geburtstag von meinem besten Freund. Mhm. Und in dem Schwimmbad gab es da schon damals verschiedene Bereiche. Ne, es gab das Sportbecken, es gab das Wellnessbecken und sowas. Und dementsprechend musste man auch Eintritt zahlen. So. Ja. Und das Ding war dann auch tatsächlich, dass man da so ein kleines Armbändchen bekommen hat und durch so Schleusen musste. Ach so, ja. Mhm. Ja? Und ich hatte mein Armbändchen verloren in der Kabine schon, direkt beim Umziehen, weil ich natürlich mega aufgeregt war. Alle waren da so, voll viele Kollegen, Freunde und so. Ne? Ich habe das natürlich vergessen, vor lauter Aufregung. Und in der Kabine. Mhm. Ja, aber das Ding ist, ich glaube, ich war da 12 oder so. Und so ein Ding also Ersatz, ne, wenn man es verloren hat, war irgendwie 50 Euro oder 50 Mark damals. Und das war ja so, wow! Also wenn das, dann werde ich von zu Hause rausgeschmissen. Ne? So in der Art. Und mein Onkel hat uns dann auch abgeholt. Und dann war es tatsächlich so, dass ich mit meinem Cousin zusammen durch die Schleuse gegangen bin. Aber normalerweise schauen die immer sehr penibel da drauf. Da steht auch immer an der Kasse jemand. Und genau in dem Augenblick aber wurde weggeschaut und ich bin einfach durchgegangen. Und das war so, das war übelste Adrenalin. Ne? Also Leute, macht das bitte nicht nach. Aber es war ganz, ganz viel Adrenalin. Mich hier gerade noch ein paar Fenster. Bist du schon so weit? Ich habe noch keinen Innenausbau. Nein? Nee. Ich habe noch gar nichts. Ich kann nicht so viel reden und dann bauen. Das geht nicht. Das ist zu schwer, oh mein Gott! Und wir sehen wieder die Qualität von der Nina. Multitasking geht gar nicht. No. Not available at this time. Diesmal ein sehr hohes Haus. Wie immer. Hm. Ich mag das voll bei Minecraft. Scheiben einzuschlagen. Das hört sich voll cool an, ne? Das darf ich ja so nicht machen. Ja. Einfach irgendwo Scheiben einschlagen. Ja, das stimmt. Solltet ihr auch nicht machen. Auch nicht, wenn ihr mal ein wildes Wochenende habt. Auch das bitte nicht mit euren Freunden, ne? Ich meine, ich hatte Scheiben eingeschlagen. Apropos.
Nee. Jetzt kommt's. Das war mal damals früher, als ich bei meinen Eltern noch, also als ich noch mit meinen Eltern zusammen gewohnt habe. Da war, habe ich so mein Zimmer aufgeräumt und dann ist mir aufgefallen, dass... Du hast die Scheibe kaputt gemacht. Meine Scheibe gesplittert ist. Und ich habe aber gar nichts gemacht und dann dachte ich so, oh oh, habe ich erstmal was vorgestellt, damit man das nicht sieht. Und irgendwann habe ich meinen Vater gefragt, wie das denn passieren kann, also so ganz hypothetisch, dass eine Scheibe einfach so reißt oder platzt. Und dann meinte er, dass sich Gebäude auch bewegen können und auch so verziehen, ne? Das ist nicht so, dass sie die ganze Zeit so statisch stehen, sondern dass sie auch manchmal nicht ihren Standort ändern, aber irgendwie sich bewegen. Und dadurch können halt auch so Spannungsrisse entstehen. Aha, sehr, sehr. Manchmal in Wänden, dass sie dann so reißen. Ja, richtig. Naja. Das, ich habe mich so mega erschrocken. Und ich dachte, ich hätte die Scheibe eingeschlagen beim Staubputzen. Okay. Hulk. Ich wollte gerade sagen, der unglaubliche Hulk nur in Hauswirtschaft. Ja, echt. Das war eine super spannende Geschichte, merke ich schon. Ist voll gut angekommen bei dir. Bitte? Voll gut angekommen, die Geschichte bei dir. Ja, was soll ich dazu sagen? Hättest du jetzt gesagt, dein Vater hat dich deswegen aus dem Haus geschmissen, hätte ich gesagt, gut, jetzt wird's noch mal ein bisschen spannend. Nein. Wie alt war ich da? 12? Also ich kümmere mich schon um den Innenausbau. Ich muss persönlich sagen, ich habe schon ein bisschen von deinem Haus gesehen aus Versehen. Ja, ich finde dein Haus auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und weil ich weiß, dass ich jetzt verliere, werde ich dich sowieso die ganze Zeit fertig machen. Ach komm. Nein, ich mache doch nur Spaß. So schlecht wie du bist, da kann man dich doch gar nicht mehr fertig machen. Boom! Ja, das breit mittlerweile schon alles von mir ab. Nina ist offline. Ich hoffe auch, dass die Leute jetzt... Könnt ihr Nina hören? Ich höre sie nicht mehr. Ich glaube, sie hat mich blockiert. Die Leute jetzt auch mal langsam für mich wieder stimmen. Nein, nö. Dafür ist das YouTube-Haus viel zu einfach. Rot und weiß. Ich finde es voll schwierig, weil ich hier auch noch so ein paar coole Sachen reinbauen will. Deshalb ist es nicht ganz leicht. Ich habe übrigens gerade herausgefunden, dass ich eine linke und eine rechte Hand habe bei Minecraft. Ja, die kann man auch wechseln. Das finde ich voll komisch, weil jetzt komme ich gar nicht mehr klar. Also du kannst auf F kannst du wieder wechseln, meine ich. Ja. Wenn du auf F drückst, dann bist du wieder bei der anderen Hand. Ah. Ja. Guck, da habe ich dir schon wieder geholfen. Bin ich nicht ein toller Kompagnon hier? Setz dich aber nicht um. Was? Setz dich nicht um. Mach doch nicht, mir doch egal. So. Oh, ey, das ist echt nicht hier easy. Aber ich gebe mir große Mühe, damit die Leute auch mal für mich stimmen. So, ich brauche ein Bett. Oh nein, das habe ich kaputt gemacht. So, mit das hier. Schon wieder kaputt gemacht. Mann, ich verwechsel mal die linke und rechte Maustaste. Das ist voll schwierig. Ja, würde ich jetzt auch sagen. So, was können wir denn noch hier so alles verbauen? Wir brauchen Truhen auf jeden Fall. Ein Kürbis passt doch auch hier hin, oder? Ein Kürbis? Ja, von den Farben her. Wieso nicht? Das lassen wir. Ja, okay. Oh, ich höre schon, du machst Glas kaputt. Was ist da los? Okay, jetzt brauche ich ein Bett. Ich spiele jetzt auch hier schon seit 20 Minuten, ne? Das ja, kein Problem. Kein Problem. Ich habe auch in den Kommentaren gelesen, die Leute wünschen sich Videos, die noch länger sind. Ja, wieso denn nicht? Kann man doch gar nicht bauen. Doch, klar. Man kann alles, wenn man nur möchte. Ja, bitte. Dass man auf den Thumbnails immer nicht die Inneneinrichtung sieht, weil ich finde, mein Haus von außen sieht immer blöd aus, aber von innen sieht es immer eigentlich ganz cool aus. Ich weiß übrigens, dass man auf Teppich nichts bauen kann. Das haben so viele Leute in die Kommentare geschrieben. Mittlerweile weiß ich das. Vielen Dank, dass ihr mich daran erinnert habt. Okay, bei mir sieht es eigentlich schon ganz gut aus. Jetzt fehlt eigentlich nur noch eine Tür.
Eine Tür habe ich auch noch nicht. Und dann noch so ein Eimer nochmal in. So gelb habe ich ja. Nochmal weiß. Wieder mein Amboss hier. Ach ja, du hast ja da was ganz Spezielles. Ja. So. Das reicht aber, glaube ich, tatsächlich schon. Ich wollte aber noch was machen. Genau. Eine Sache wollte ich noch machen. Ja, ich bin fertig, liebe Nina. Fertig? Ja, ich bin fertig. Okay. I am done. Wirklich ich done. Ich brauche noch ein Aveng, ein wenig. Aveng. Ja, und sonst, Leute, ich hoffe, ihr habt schon in die Kommentare geschrieben, wie es so am Wochenende bei euch aussieht, aber bei uns ist das ja relativ klar. So, da geht's weiter. Dann mache ich hier noch was und da noch was. Obwohl, nee, das sieht blöd aus. Das mache ich nicht. Irgendwie komisch aus, um ehrlich zu sein. Mach's lieber wieder rückgängig. Ja. Wie sieht's denn aus, Nina? Ja, ich bin so gut wie durch. Du bist so gut wie durch? Mhm. Boah, meins sieht eigentlich gesagt gar nicht nach Snapchat-Haus aus. Ich muss ja meins von außen angucken. Also meins ist eigentlich nur so von den Farben her. Aber ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie man so einen Geist da drauf machen soll. Okay, ich glaube, ich hab's. Okay, dann gucken wir mal rüber in 3, 2, 1 und... Go! Oh. Da, das YouTube-Haus mit dem YouTube-Play-Button, sehr schön. Yeah. Genau das hatte ich mir auch schon vorgestellt, wenn ich ein YouTube-Haus baue, dass ich so einen Play-Button genau so wahrscheinlich machen würde. Ja, aber gut, ich hatte das Snapchat-Haus. Gut, kann ich nicht ändern. Sehr schön. Könnte aber auch das rote Kreuz hier sein. Warte mal, warum hast du hier Töpfe, aber keine Blumen drin? Das ist ja ein bisschen komisch. Ach, da sind noch Blumen drin. Wo? In den Töpfen. Wo? Das ist auch was Grünes. Nein, ich sehe nichts. Wie, was? Wird dir das bei dir nicht angezeigt? Nope, ich sehe nichts. Da sind Töpfe und bei mir sind auch Blumen. Nee, ich sehe die Blumen nicht. Warte mal, wenn ich die jetzt wegnehme. Okay. Jetzt sehe ich sie, jetzt sehe ich sie. So, jetzt habe ich ein Loch in den Rasen geschlagen. Aber jetzt sehe ich sie. Ja, jetzt, ja? Ja, und jetzt sehe ich sie, okay. Ein bisschen so wegen der Übertragung. Okay, ja, vielleicht irgendwie. Hier, wenn man hier rumgeht, dann habe ich noch einen Tee für Tube. Das ist meine Fenster. Hier wieder der Play-Button in Dings. Ja, finde ich schon gar nicht so schlecht, Nina. Gar nicht so schlecht. Ist echt gut gelungen. Jedenfalls bei YouTuber und so, das sind ja auch voll die Stars, deswegen gibt es einen roten Teppich. Ja, warte. Direkt der erste Fehler. Warum baust du eine Eisentür ein, aber keine Platte? Wie soll man denn jetzt hier reinkommen, bitte? Das weiß ich nicht. Einfach einschlagen. Ich habe keine andere weiße Tür gefunden, deswegen kann ich das nicht machen. Okay, ja, es sieht sehr, sehr modern aus, finde ich. Sehr klein, aber sehr modern. Klein? Ja. Das ist ganz schön groß. Ich finde es klein. So, und wenn du mal nach oben guckst, dann ist da an der Decke ein Y für U. Ah, schön. D ist ein T, also an der Seite ist ein Nicht T, schlecht, Nina, nicht schlecht. Finde ich gut. Das ist ein 1A-Haus, da kann man nichts sagen. Das ist einfach optimal. Ich glaube, obwohl ich heute ein ganz netter war, glaube ich, gebe ich mich trotzdem geschlagen. Ich glaube, dein was YouTube... Was muss man jetzt für eine Eisenschwelle hier... Was muss man da jetzt reinmachen? Da muss man eine Platte reinmachen. Mach doch einfach eine andere Tür. Komm, das dauert zu lange, weil das muss sonst unter den Teppich und so. Das wird nicht klappen. Eine Lass Platte, es so. Eine Schaltplatte? Nee, es gibt eine Platte, es gibt so Eisenplatten. Steindruckplatte. Genau. Ja, ich muss das ja lernen. Kann ich hier das nicht. Ach, es gibt gar nichts mehr. Naja, Nina, schau dir erstmal das Snapchat-Haus an. Kannst du dich ja später nochmal drum kümmern. Hä? Es gibt gar nichts mehr. Och, Mann. Ich hab Geduld. Mist, noch ein Boden. Okay, weiter geht's. So. Die Kombi sieht echt cool aus, so gelb-schwarz, Borussia Dortmund. Bist du Borussia Dortmund-Fan? Nee, aber mein Bruder.
Ich habe relativ wenig Fenster diesmal, also zumindest hier. Vorne, ja, haben wir so ein Panoramafenster schön, aber ich habe auch kein zweites erstes Obergeschoss, sondern das ist einfach nur ein großes Haus. Ja, das sieht schon ganz cool aus. Geh mal rein. Das ist ja wirklich auch riesig, viel größer als meins. Und ich fand meins eigentlich schon ganz groß. Ja. Regal, aber du hast ja auch keine Pflanzen in den Vasen, ne? Nein. Du hast wirklich keine, okay. Ich dachte erst, ich sehe es einfach. Ich habe diesmal wirklich keine. Wie viele Leute wohnen bei dir? 1, 2, 3? Einige. 7, bei Snapchat weißt du ja, da läuft extrem viel ab. Die Snapchat-WG ist das hier. 10 Leute wohnen in Karns Bude. Genau. Und nur einer mit dem Doppelbett. Ja. Diese Enderstäbe, das hat dir. Also die haben es mir angetan, ja. Ja, ich sehe die. Die haben es mir echt die angetan. Sehen aus wie Boxen. Ja. Also so. Leute, ja, nice. Das YouTube-Haus versus das Snapchat-Haus. Ihr könnt natürlich auch wieder abstimmen. Ja, ich würde sagen, zwischen uns geht das Duell auf jeden Fall an Nina heute. Komm, ich gebe mich geschlagen. Yes. Aber mal gucken, für was ihr euch entscheidet. Aber auch vor allem, weil ich das Thema besser aufgegriffen habe. Wenn du da jetzt noch einen Geist drauf hättest, dann... Ja, aber wie willst du einen Geist da drauf machen? Sag mir das mal. Ja, du musst es gigantisch groß machen. Ja, siehst du? Das ist das Problem, weil sonst kannst du nicht malen. Naja. Also Klötze. Ja, so sieht's aus. Leute! Stimmt ab, schreibt in die Kommentare. Auch das, ich habe schon das Wochenendthema wieder vergessen. Guck mal, wir sind schon so lange dabei wieder. Naja, gut. Dunkel. Okay, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Oder Hallo. Nina? Bis dann. Ciao. Tschüss.